Hä? Ich kann ihn nicht schlagen. Ah, doch. Doch. Okay. So. Nice. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Kids. Wir spielen heute das Skizuppenmeister und der Suppenmeister kann Pilzsuppen schneller als seine Gegner essen und erhält dabei Lebenspunkte. Das Kit wurde gebufft und er hat jetzt mehr Suppen plus eine stärkere Regeneration beim Benutzen der Suppen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich auch wir, denn wir sind nicht alleine, denn wir haben noch einen Gast dabei. Und ihr kann ja mal Hallo sagen. Hallo. Hallo. Okay. Hallo. Auf jeden Fall bin ich genickt. Ich heiße Rikikal. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und ich hoffe mal, dass die Runde was wird, weil der Suppenmeister ist ja dafür bekannt, dass er jetzt nicht unbedingt das beste Kid überhaupt ist. Ich wurde gekickt, Thomas. Hä? Kicking for flying. Was? Okay. Aber jetzt nur aus deinem Spiel da. Okay. Aber wieso? Sorry, dass ich unterbrechen musste. Hä, ja, ich wurde geportet, so wie du. Ja. Und auf einmal bin ich in der Luft stecken geblieben und dann stand irgendwann Kicking for Flying. Okay, ja, Frosch, das wird deswegen auch oft gekickt. Egal, Leute, den ist ja halt nur eine mentalische Unterstützung heute. Auch schade. Mann, ja. Ich wollte doch mit dir die Ender Games bestreiten. Dass du jetzt einfach so weg bist, das. Och, Mann, ey. Das macht ehrlich gesagt alles kaputt. Du hast alles, ja, du hast alles zerstört, Marek. Ich zerstöre immer alles. Ja, genau. Auf jeden Fall haben wir hier im Inventar ganz viele Suppen. Was mir jetzt schon auffällt, ich hätte mir gewünscht, dass man die Suppen hier stacken kann. Das kann man leider nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Weil so ist es halt schwer, gut zu koordinieren, wie man die Suppen jetzt anlegt. Weil, keine Ahnung, ich finde es ein bisschen unübersichtlich. Aber kannst du mir nachschauen und mich spectaten? Oder? Ja, hinter dir ist jemand, töte dich in 2, 1. Oder ich töte ihn. Oh, ich esse jetzt schon 2 Suppen. Okay. Oh, also die Suppen nice. Haben mir jetzt schon was geholfen, weil der hat jetzt schon ganz schön heftig auf mich draufgeschlagen. So, perfekt, dann nehme ich den Regenerationstank. Aber wie ihr seht, haben wir nur noch 4 Suppen von 7. Und die gehen echt ganz schön schnell weg. Also das, puh. Mal schauen, wie ich das finde. So, gut, machen wir uns gleich mal einen Eisenhelm. Auch wenn ganz viele immer schreiben, ja, mach dir doch zuerst Eisenschuhe und dann einen Eisenhelm und so weiter. Aber, ich hatte jetzt eh kein Gold, von dem her ist das schon so okay. Und, ja, Marek, erzähl doch mal, was hältst du von diesem Kit, Suppenmeister? Vom Suppenkit, also ganz ehrlich, ich finde das einer der schwächeren Kits. Okay. Natürlich, wenn jemand damit gut umgehen kann, dann kann das auch sehr stark sein, aber ich finde, es gibt da im Vergleich zu den anderen viel, viel stärkere Kids. So, der ist tot. Einfach toll, so. Jetzt hat er meinen Loot bekommen. Dankeschön, liebe Ende Games, dass ihr so gemein zu mir seid. So, okay, da vorne ist jemand, der ist überhaupt nicht gut ausgerüstet. Den könnten wir uns eigentlich locker easy holen. So, mal schauen. Speedbuff und... Okay, den holen wir uns jetzt. Du stirbst. Ah, der ist ein... Ungeheuer. Ungeheuer, ja. So. Zack, zack. Also ich muss sagen, die Lava. Spielen, oh, jetzt hatte ich Angst. Ich muss sagen, in letzter Zeit spielen sehr, sehr viele Leute Ungeheuer. Ich muss sagen, es ist ein schweres Kit zu spielen. Von dem her ist es vielleicht nicht für jeden unbedingt ratsam, das zu spielen. Weil ich muss sagen, man wird schon ganz schön oft gebowspammt. Also das muss man einfach mal sagen. Die meisten, die das Kit spielen, die bowspammen wie Sau. Natürlich haben die auch keine andere Wahl. Aber trotzdem. Oh, die kämpfen. Staube ich mal schön ab. Hä? Ich kann ihn nicht schlagen. Ah, doch. Doch. Okay. So. Nice. Ist der hinter mir? Nee, 51 Blöcke. Ja, gut. Dann. Hast du denn noch genug Suppen? Ich habe noch ein paar Suppen, ja. Auf jeden okay, Fall. Okay, gut. So. Die habe ich ja jetzt bisher noch nicht gebraucht. Von dem her ist es eigentlich ganz gut. Oh, der da vorne hat ein bisschen bessere Ausrüstung. Ich muss mal ganz kurz schauen. Hier den Halt, dann hätte ich noch gern. So, zack. Mach schneller, Thomas, mach schneller. Oh, hier. Okay, aber es ist nur ein Einzelner. Der ist nicht so gut. Gut, gehen wir einfach mal weiter. Und was, oh, der da vorne ist aber... Ich trinke mal einen Trank. Ja, ich glaube, der ist auch ungeheuer. Ja. Das könnte... Oder nee, Känguru. Okay, ich nutze die Suppen. Oh mein Gott.
Hä, ich wurde geportet. Okay, oh, zum Glück. Ich habe zwar jetzt zwei Suppen gegessen, aber ich wäre jetzt fast gestorben. Nur deshalb. Und wie gesagt, ich kann auch nicht so gut mit Suppen umgehen. Das muss halt auch einfach meiner Meinung nach ein Kit sein, wo man echt gut mit Suppen umgehen kann, weil ich persönlich bin da nicht so gut darin. Und du stirbst jetzt, weil du hättest mich vorher fast getötet. Und das sehe ich nicht ein, dass du mich einfach so tötest. Oh, nice. Und den müssen wir eigentlich haben. Ja, so, ein Hit noch. Oh mein Gott, der hat sich aber jetzt auch schon wieder ganz schön hochgeheilt hier. Und zack, perfekt. Dann Jawohl. Haben wir zwei Spielerleben noch, 165 Blöcke. Dann gucken wir mal, was wir alles noch so brauchen. Die Brust wäre ganz gut. So, immer werden wir hier weggeportet, aber wir könnten uns jetzt schon längst eine selber craften, also von dem her ist es nicht so schlimm. So, zack, perfekt. Marek, du bringst auf deinem Kanal auch Ender Games, habe ich gehört. Ja, ab und zu mal. Jetzt macht es mir auch richtig Spaß. Zurzeit. Ja, also der Ender Games Hype ist dank Simon wieder gestiegen. Also ich habe nie aufgehört, Ender Games zu spielen. Das war zumindest früher auch immer der Spielmodus, den ich am meisten gesuchtet habe. Ich war, wenn ich jetzt hier mal schnell Stats eingebe, dann bin ich hier Rangliste 698 und ich war früher wirklich irgendwie Rangliste 100 oder so. Und da, keine Ahnung, da war ich schon ein bisschen stolz auf mich, muss ich schon sagen. Kannst du auch sein, weil das haben echt viele gesuchtet. Ja, das haben wirklich viele gesuchtet und ich war wirklich einer, der es extrem gesuchtet hat. Also das war unmenschlich, so. Oh, der hat sich weggeportet mit einer Enderperle. Oh, der hat richtig viel Leben verloren. Ja. Oh, der hat, der möchte auch ein bisschen mit dem Bogen auf mich gehen, so. Ja, dann kriegst du. Das sollte meiner sein, GG. Und ja, keine Ahnung, also das Kit ist so, also wenn ich jetzt eine Kaufempfehlung geben würde, würde ich auf jeden Fall ein anderes Kit euch empfehlen, denn das ist wirklich ein Kit, wo man, ja gut, wenn halt jetzt Leute wirklich ganz super mit das koordinieren können, wie sie die Suppen einsetzen und so weiter, dann ist das Kit auf jeden Fall ziemlich cool, aber wenn das jetzt nicht unbedingt die Stärke eines Spielers ist, mit Suppen umzugehen, so wie bei mir zum Beispiel, ist es schon ein bisschen schwer, das Kit zu spielen. Ich finde, da gibt es andere Kits, die weitaus viel, viel besser sind. Und ja, so von mir bekommt ihr für dieses Kit keine Kaufempfehlung. Trotzdem ist es jetzt kein Unnütz-Kit. Also ich denke, da gibt es Kits, die doch schon ein bisschen schwächer sind. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut auch unbedingt bei Marek vorbei. Mit dem haben wir auch schon schöne Videos aufgenommen. Und jetzt, Leute, könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr mehr mit dem Marek wollt. Und ich würde sagen, macht's gut, haut rein und ciao. Tschüss.